Hallo und herzlich willkommen zum 4. Advent, den 20. Dezember 2020. Ich wünsche euch erstmal einen schönen 4. Advent und es ist, wie gesagt, Sonntag, der 4. Advent und es ist heute nicht viel passiert. Ich war mit meiner Familie alleine. Keine Assistenten oder Assistentinnen da. Ich habe ziemlich lange geschlafen. Und bin jetzt aber wieder müde. Und liege auch schon im Bett. Es ist 18:51 Uhr. Am Morgen muss ich Katheter tauschen und mit Christoph telefonieren. Und Kerstin sollte sich zum Mittag melden. Übermorgen kommt Daniel nochmal. Mal schauen, ob wie das wird und das ist dann der dritte Probetag von dem Monat und danach hat er noch einen und dritte Tag, ja, mit Vorstellungsgespräch mit der zweite eigentlich, zweite Arbeitstag. Ja, wie gesagt, ich bin ziemlich zufrieden mit ihm, verstehe mich ganz gut mit ihm und würde ihn auch echt gerne einstellen, auch wenn es erst im Februar geht. Zeitmäßig meine ich, weil Daniel und ein Assistent von Matt dieselbe Klasse besuchen, in derselben Schule und dieselben Unterrichtszeiten haben. Und somit das schwierig ist wegen den Arbeitsstunden, wenn Matt und Raul am selben Tag in der Schule sind und Sonja dann dieselben Tage frei haben und Sonja dann nur an den Tagen, wo sie Schule haben, zu beiden von uns kommen sollen und dann ist schwer machbar und würde im Februar besser werden. Also werde ich ihm wahrscheinlich am Dienstag nochmal mitteilen, dass ich ihn ab Februar einstelle. Ich hoffe, es stört ihm nicht. Ich mag ihn recht gerne. 4 Tage, oder besser gesagt, 3 Tage noch bis Heiligabend. 3,5 Tage. Und ich freue mich schon voll drauf. Ich bin total in Weihnachtsstimmung. Wer von euch ist auch in Weihnachtsstimmung? Zeigt's mir mit einem Daumen hoch oder einem Kommentar, wenn ihr in Weihnachtsstimmung seid. Ich habe schon wieder einen nicht netten Kommentar bekommen, dass ich 50 Kilo abnehmen soll oder so. Ich kann nicht verstehen, warum ich solche Kommentare bekomme. Ich weiß, dass ich zu dick bin und dass ich oft selbst davon rede, dass ich abnehmen möchte, aber warum nimmt sich jemand das Recht raus, mir vorzuschreiben, ich muss 50 Kilo abnehmen? Und so gemein, dass ich gehe normalerweise nie auf Kommentare ein, die irgendwie gemein gemeint sind, aber das verstehe ich einfach nicht. Ich habe den Kommentar am Anfang nicht gesehen und ich habe ihn auch noch nicht gelöscht. Aber ich verstehe nicht, warum sich jemand herausnimmt, obwohl ich durch Cortison so viel zugenommen habe.
und nicht durchs Essen, dass ich 50 Kilo abnehmen soll. Weil so fett bin ich auch wieder nicht. Auch wenn ich mich zu dick fühle. Aber naja. Gibt halt wirklich dumme Leute da draußen. Sonst geht's mir relativ okay. Die Stimmung ist ganz aushaltbar. Auch wenn jetzt wieder ein Lockdown kommt, fühle ich mich noch ganz okay. Ich konnte halt jetzt durch die Mandelentzündung die freien Tage nicht nutzen, um irgendwo hinzufahren oder so. Und 3 Wochen Lockdown weiterhin. Sind halt hart, aber was sein muss, muss sein und ich glaube, ich werde es auch noch überstehen. Sonst merke ich einfach, dass ich einfach sehr viel Energiebedarf habe. Und die werden nach 2 Tage dazu nutzen möchte, zu meditieren und meine Stimmung unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn sie nicht so schlecht ist. Sie schwankt halt sehr. Und mich nicht von irgendwelchen Kommentaren aus der Ruhe bringen zu lassen. Ja, die Zeit mit der Familie einfach zu genießen. Das möchte ich wirklich. Und das werde ich auch nutzen. Am 24. und 25. Sonst gibt es nicht viel Neues. Das ist alles beim Alten und ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber es geht weiter. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.